In Worms könnte Historisches passieren. Zwar sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber Stand jetzt ist die AfD beinahe gleichauf mit der CDU. Nach ersten Prognosen wählen 23,7% der Wormser AfD, 24% die CDU. Doch warum ist in Worms die AfD so beliebt? Naja, wenn man mal schaut, wie Worms sich mittlerweile entwickelt hat, würde ich selbst ich mit ausländischen Herkunftswurzeln sagen, dass das kein Wunder ist. Viele Ausländer, die Probleme bereiten, ein Dönerladen nach dem anderen. Die Leute, die Hilfe brauchen, bekommen keine Hilfe. Und die, die keine Hilfe brauchen, die bekommen alles hinten rein gestopft. Ich denke einfach mal, dass die Leute vom Gesamtergebnis einfach denken, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen besser, weil vielleicht haben jetzt die anderen Parteien so einen kleinen Denkanstoß bekommen. Dass dieser Denkanstoß dermaßen groß ausfällt, damit hätte nicht mal die AfD selbst gerechnet. So groß habe ich nicht damit gerechnet, aber ich habe schon gehofft, dass wir weit über die 15% hinauskommen. Dass es jetzt so viel sind, ist sehr schön. Laut einer Umfrage der ARD wählen die Menschen vor allem die Alternative für Deutschland, da sie den Zuzug von Flüchtlingen verhindern wollen. Ein Thema, das auf kommunaler Ebene allerdings kaum angegangen werden kann. Da können wir nicht viel verändern, das habe ich auch immer den Leuten gesagt. Wir können Druck ausüben auf die Landesregierung und die wiederum auf die Bundesregierung. Aber letztendlich entscheiden nicht wir im Stadtrat, wer abgeschoben wird, sondern das kommt ja von oben runter. Dennoch, auch in Mannheim gewinnt die AfD neue Wähler und das, obwohl sie in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Laut einer Hochrechnung des SWR könnte die AfD in Mannheim auf rund 15% kommen. Das wären rund 5 Prozentpunkte mehr als noch 2019. Für den AfD-Gemeinderatskandidat Heinrich Koch ist das keine Überraschung. Ganz einfach, weil wir die Probleme ansprechen. Rheinau-Mitte sind wir stärkste Partei, wir sind in Rheinau-Süd stärkste Partei. Im Pfingstberg, wo die Bio-Deutschen wohnen, da sind wir nicht ganz so stark entsprechend, aber wir sprechen die Probleme an. Und ohne Migrationshintergrund von Menschen, die wählen dürfen, hätten wir dieses Ergebnis nie geschaffen. Dass Heinrich Koch die Probleme direkt anspricht, geht für ihn nicht immer gut aus. Vergangene Woche stellte er einen vermeintlichen Plakatabreißer zur Rede. Koch wird daraufhin mit einem Cuttermesser attackiert. Die Entwicklungen und vor allem die Gewalt im Wahlkampf sieht er als Problem. Da wundere ich mich gewaltig. Man sieht es ja überall, es betrifft ja alle möglichen Parteien auch. Aber die AfD ist halt die Spitzengruppe, die hier dann. Ne? Auch die Grünen Mannheim sprechen von einem rauen Wahlkampf. Also es fängt mit Kommentaren in den sozialen Netzwerken an, die sehr abfällig sind, sehr beleidigend, sehr bedrohend. Aber auch im Wahlkampf selbst haben wir an den Infoständen Morddrohungen bekommen. Wegen der zunehmenden Gewalt spricht der Deutsche Städtebund sogar von einer Gefahr für die Demokratie. Die endgültigen Ergebnisse der Kommunalwahlen werden in der Region erst morgen erwartet. Erst dann wird sich final zeigen, wer Gewinner oder Verlierer ist.